Hallo ihr Lieben, nach meinem letzten Video zu LED-Karten habe ich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und auch sehr viele Anfragen. Ich drehe dieses Video heute, weil wir im Laufe der Zeit festgestellt haben, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Insgesamt die Möglichkeit mit dem Kupferband, mit der Alufolie und mit dem Silberleitlack. Außerdem brauchen wir zusätzlich die kleinen LEDs, das sind in diesem Fall SMD-LEDs für 3 Volt. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine 3 Volt Knopfzelle. Ich versuche wie immer alle Materialien unten in der Infobox zu verlinken. Zu Beginn gibt es jetzt aber noch ein bisschen Physiktheorie. Und zwar beruht das Prinzip der LED-Karten darauf, dass wir einen Stromkreislauf bilden. Diesen bekommen wir hin, indem wir eine Batterie haben, eine LED und natürlich etwas, womit wir diese zwei Sachen verbinden. Außerdem wollen wir ja nicht, dass die Lampe die ganze Zeit leuchtet. Deswegen brauchen wir noch einen Schalter. Den seht ihr hier in Rot. Ganz wichtig zu beachten ist natürlich, dass die Batterie und die LEDs jeweils eine Plus- und eine Minusseite haben. Diese dürfen nie vertauscht werden. Außerdem dürfen sich der Plusstrang und der Minusstrang nie überkreuzen, da das Ganze sonst nicht funktioniert. Natürlich kann man da jetzt noch mehrere LEDs dahinter schalten. Wir wollen nur immer darauf achten, dass der Aufbau genauso aussieht, da wir so vermeiden, wenn eine LED nicht funktioniert, dass dann die anderen LEDs auch nicht mehr funktionieren. So, von der Theorie geht es jetzt in die Praxis und wir beginnen mit dem Kupferband. Dieses Kupferband ist selbstklebend, meins ist ca. 2 cm breit, natürlich viel zu dick für unsere Karten, weshalb ich es erstmal in die richtige Breite zurechtschneiden muss. Und ich muss sagen, das Zurechtschneiden war sehr einfach, da das Kupferband sehr stabil ist. Jetzt mache ich zuerst den Schalter für unsere Karte. Das ist eigentlich nur ein Stück Papier, was ich benutzt habe, was an der einen Seite ein bisschen Kleber bekommen hat und dann umgeknickt wird. Leider könnt ihr das nicht sehen. Ich habe die Batterie unten mit einem Kreis eingezeichnet und die LEDs oben mit ein paar Punkten. Und da gehe ich jetzt auch gerade mit dem Tape hin. An sich ist es ganz gut mit dem Tape, weil es natürlich selbstklebend ist. Andererseits ist es relativ stabil, weshalb man es vielleicht nicht ganz so gut um Kurven legen kann. Es hat natürlich den Vorteil, dass es euch in der Hand nicht zerreißt oder irgendwie anders kaputt gehen kann. Nachdem ich den Kupferstreifen dann aufgeklebt habe, ziehe ich ihn dann noch ganz fest, also ich drücke ihn ganz fest auf die Karte. Beim Schalter ist es so, dass ich das Tape dann einmal um den Schalter sozusagen herumklebe, sodass es dann hinterher auf der Innenseite ist. Aber ich denke, das erkennt ihr ganz gut. Immer wenn ich diesen Aufbau fertig habe, teste ich erstmal mit einer LED, ob das Ganze überhaupt funktioniert, indem ich sie eigentlich nur auf den Aufbau lege und die Batterie drücke. Bis jetzt war ja noch alles sehr einfach. Der schwierigste Teil kommt erst jetzt, nämlich das Aufkleben der LEDs. Da ich das Gefühl habe, die LEDs brauchen bei diesem Kupferband sehr, sehr viel Druck auf dem Kupferband. Das habe ich bisher wirklich nur mit dem Sekundenkleber hinbekommen. Als Tipp von mir, macht euch erstmal nur einen Klebepunkt für eine LED, drückt danach die LED ganz, ganz fest drauf und dann erst die andere LED. Wie ihr bei mir sehen könnt, dauert das Ganze natürlich ein bisschen. Also LED-Karten machen ist nicht einfach, man muss halt geduldig sein und manchmal sich ein bisschen aushelfen können, so wie ich hier mit einem Tesastreifen, den ich ganz, ganz feste über die LED ziehe, sodass sie dann hinterher leuchtet. Da müsst ihr einfach ein bisschen rumexperimentieren. Vielleicht reicht schon ein Tesastreifen, vielleicht braucht ihr gar keinen, vielleicht klappt es gar nicht und man muss es einfach nochmal neu machen. Das Wichtigste ist aber, dass ihr nicht aufgebt und einfach mal weiter rumprobiert. Das Kupferband hat natürlich den riesen Vorteil Handhabung, allerdings ist das Aufkleben der LEDs hier am schwersten. Jetzt kommen wir zur zweiten Variante, nämlich die Variante mit Alufolie. Ich würde auf jeden Fall behaupten, das ist die günstigste Variante. Von der Handhabung her ist sie in Ordnung. Allerdings wisst ihr ja ganz genau, Alufolie ist sehr lapperig, weshalb man schon beim Zurechtschneiden ein bisschen aufpassen muss. Um die Alufolie auf mein Projekt zu bringen, verwende ich meinen Kleberoller. Hier handhabe ich es so, dass ich einfach die Wege mit dem Kleberoller einzeichne. Allerdings mache ich es so, dass ich noch nicht den Schalter beklebe, da wir sonst hinterher den Schalter aufs Blatt Papier kleben und hinterher eine Riesensauerei haben. Ich beginne gerne bei der Batterie, aber euch ist es natürlich selbst überlassen, wo ihr jetzt letzten Endes anfangt. Das Aufkleben der Alufolie gestaltet sich hier als sehr einfach, da sie natürlich sehr lapperig ist und dadurch man eigentlich ganz gut um die Kurven kommt. Jetzt mache ich noch ein bisschen Kleber auf meinen Schalter, allerdings auch nur auf die Außenseite, weil in der Innenseite
würde es natürlich immer noch sehr, sehr viel Sauerei geben. Wenn ich den zweiten Streifen anfange aufzukleben, dann beginne ich immer bei den LEDs, weil da der Abstand ja möglichst gering sein soll. Aber ganz wichtig natürlich, die Streifen dürfen sich niemals berühren. An sich ist das Aufkleben der Alufolie kein Problem. Man muss halt nur immer aufpassen, dass man sie nicht auseinanderrobbt. Auch hier wird die Alufolie nochmal glatt gestrichen, sodass man dann später die LEDs besser aufkleben kann. Und natürlich einmal überprüfen, ob das Ganze funktioniert, was wir gemacht haben. Das Aufkleben der LEDs funktioniert vom Prinzip her wie beim Kupferband. Hier brauchen die LEDs auch relativ viel Druck auf der Alufolie, weshalb ich den Sekundenkleber wieder verwende. Und hier mache ich es genauso, wie ich es euch vorhin erklärt habe. Eine LED feste drauf drücken und dann erst die zweite. Und wie ihr sehen könnt, gestaltet sich das Ganze schon ein bisschen einfacher als mit dem Kupferband. Auch wenn jetzt hier die zweite LED nicht unbedingt auf Anhieb möchte, aber ich kann mir natürlich wieder mit meinem Trick mit dem Tesastreifen helfen. Insgesamt habe ich für diese Variante, ich glaube, keine 15 Minuten gebraucht. Mit zurechtschneiden, aufkleben, LEDs aufkleben und fertig. Beim Kupferband sah das Ganze schon ein bisschen anders aus. Da musste ich ja einen zweiten Versuch starten und ich habe da ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Variante mit Alufolie etwas stabiler ist. Also, dass die LEDs eigentlich so gut wie immer leuchten und ich glaube, bei dem Kupferband wird sie nicht unbedingt immer leuchten. Hier wollte ich noch ein bisschen Alufolie auf die Klebereste kleben, damit die Batterie da nicht ständig haftet. Und ihr seht es gerade, ich habe mir voll in meinen An- und Ausschalter geschnitten, sodass ich denke, die Verbindung unterbrochen ward. Das ist ein Riesenvorteil bei Alufolie. Man kann einfach ein Stück Alufolie drüber kleben und es funktioniert trotzdem. Ich würde es nur nicht zu oft machen, weil ich glaube, jedes Mal verschwindet sozusagen ein bisschen Energie. Aber wenn euch das mal passiert, auch dass euch die Alufolie einfach zerreißt, dann braucht ihr euch darüber keine Gedanken zu machen. Es muss nur überlappend sein. Jetzt kommen wir auch schon zur dritten Variante, die ich euch zeigen möchte, nämlich die Variante mit dem Silberleitlack. Sie hat natürlich die meisten Vorteile in der Handhabung, ganz klar. Ich muss nur dazu sagen, die Flasche, die ich hatte, die war sehr hoch und schmal. Und sie ist mir natürlich beim ersten Mal verwenden direkt umgekippt, weshalb ich es jetzt in so ein Mini-Marmeladengläschen umgefüllt habe. Aber es gibt trotzdem ein paar Nachteile, nämlich der Lack stinkt extrem. Nach kurzer Zeit hatte ich bereits schon Kopfschmerzen, weshalb ich jetzt immer das Fenster aufmache, wenn ich ihn verwende. Und außerdem müsst ihr aufpassen, dass kein Lack an die Finger kommt. Vor allen Dingen nicht dann, wenn ihr danach die Batterie anfassen wollt. Weil euch kann es passieren, dass ihr den Stromkreislauf dadurch schließt und einen kleinen Elektroschock erleidet. Bei 3 Volt ist das nicht so schlimm, aber es ist trotzdem nicht angenehm. Und ganz wichtig ist außerdem, dass ihr den Lack vor der Verwendung sehr gut schüttelt. Der Lack leitet nicht an sich, sondern nur die Silberpartikel in dem Lack. Und wenn nicht genug Partikel vorhanden sind, dann kann der Strom auch nicht fließen. Hier konntet ihr gerade sehen, dass die Lampe bereits schon geleuchtet hat, obwohl wir sie nicht mal fest auf den Lack gedrückt haben. Da seht ihr schon den Riesenvorteil. Wir brauchen nicht so viel Druck. Und es reicht außerdem, wenn wir einen normalen Kleber verwenden. Hier benutze ich Glossy Accents, aber ich habe das auch schon mit dem Tombow-Kleber gemacht. Und ihr werdet jetzt sehen, dass allein das Aufdrücken der LEDs schon reicht, damit sie gleich leuchten. Wenn man mal die Trocknungszeit außer Acht lässt, dann hat mich diese Karte ungefähr 3 Minuten gekostet. Das waren jetzt meine 3 Möglichkeiten, wie man LED-Karten macht. Es gibt natürlich noch mehr, aber davon habe ich leider keine Ahnung und deswegen werde ich sie auch hier nicht zeigen. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen, die entstanden sind, beantworten. Ansonsten meldet euch einfach gerne, kommentiert es unter das Video und ich versuche es zu beantworten. Ich wünsche euch noch einen schönen Pfingstsonntag und wir sehen uns dann in 2 Wochen zum nächsten Video.